Hallihallo, liebe Weihnachtsbastler. Heute hat uns das letzte Glöckchen geschlagen. Ich war auf der Suche nach etwas Selbstgebastelten für den Weihnachtsbaum. Unserer wird dieses Jahr in Silber gehalten. Und ich hatte noch diese silbernen Glöckchen. Und da dachte ich mir, ich brauche noch so einen Eyecatcher. Und das passt jetzt sehr schön zum silberfarbenen Baum. Und ja, die Glocke will ich jetzt gerne mit euch basteln. Neugierig geworden? Dann legen wir los. Für die Glocke braucht ihr Designerpapier. Hier habe ich das Designerpapier in 10x10 cm. Ihr könnt die Glocke aber auch vergrößern oder verkleinern. Achtet aber nur darauf, dass es halt in einer quadratischen Form ist. Also immer beide Seiten gleich lang oder alle Seiten gleich lang. So. Wir müssen jetzt ein bisschen falzen, und zwar müsst ihr jetzt so vorgehen, dass die Seite, die ihr nachher draußen, also zum Ansehen haben wollt, die muss unten liegen. Und jetzt müssen wir hier von Diagonale zu Diagonale falten. Da muss ich noch ein bisschen abschneiden. Und klar, weil das ja ein Quadrat ist, müssen wir die Diagonale zweimal falten. So, und jetzt müssen wir noch die Kanten aneinander legen und auch ebenfalls falten. Dann sieht das so aus. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Und jetzt müssen wir weiter vorgehen, und zwar müsst ihr hier die Seiten zur Linie bringen. Da das jetzt weiß ist, ist das natürlich ganz schwierig zu sehen, auch für mich. Das müsst ihr jetzt auch mit der anderen Seite machen. So, und dann müsst ihr das an den anderen Dreiecken ganz genauso machen. Das Ganze sieht dann ziemlich verwirrend aus, aber jetzt geht es weiter erstmal. Und zwar habt ihr hier eine kleine halbe Raute an allen vier Seiten, und die knickt ihr euch jetzt mal zusammen.
Dann sieht das so aus. Und jetzt müssen wir ein bisschen doppelseitiges Klebeband anbringen. Und dafür legt ihr euch das wieder andersrum. Und gebt jetzt auf diese Seite im Uhrzeigersinn jeweils einen Streifen von dem doppelseitigen Klebeband auf. So sieht das jetzt aus, und wenn ihr jetzt hier unten zum Beispiel, wenn ihr die Glocke von unten seht, ein Glöckchen oder eine Perle oder was anbringen möchtet, dann macht euch jetzt hier in der Mitte ein Loch und zieht euch das Glöckchen oder was ihr euch da ausgesucht habt mit dem Band einfach durch das Loch. So habt ihr das jetzt vorliegen. In meinem Fall habe ich jetzt ein Glöckchen gewählt. Jetzt müssen wir das doppelseitige Klebeband in Anspruch nehmen. Und zwar mache ich das so in Zwischenschritten, dass ich mir hier die gegenüberliegenden Seiten erstmal abnehme und zusammenklebe. Das sieht dann so aus, wie so ein kleiner Einkaufskorb oder eine Einkaufstasche. Und jetzt könnt ihr euch die anderen beiden gegenüberliegenden Klebestreifen aktivieren. Und dann klebt ihr das genauso zusammen wie die anderen beiden. Achtet darauf, dass das Bändchen draußen bleibt. Ganz wichtig. So sieht das Glöckchen dann aus. Und ich mache jetzt hier oben mit einem Glue-Dot noch ein Schleifchen dran. Die habe ich mir schon mal vorbereitet. Das war unser Projekt für heute. Die Anleitung für die Glocke ist übrigens auch für Anfänger unheimlich gut geeignet und gut nachvollziehbar. Apropos Glocke, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da
und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Inhalte mehr von meinem Kanal. Alle verwendeten Produkte und Maßangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein paar schöne Weihnachtswochen. Bis dann. Tschüss, eure Yvonne.